Hallo liebe GeneWebTV-Zuschauer, ich begrüße euch herzlich zur GeneWebTV Folge 40. Haha, wieder eine runde Zahl, aber keine Zeit zum Feiern. Es geht vorwärts. Was gibt's in dieser Folge? Wir stehen kurz vor dem Sommerkonzert. Die Vorbereitungen laufen schon, da zeige ich euch jetzt in dieser Folge hier noch nicht so viel. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Aber was es noch so Neues gibt, Genima Pro geht an den Start. Da erkläre ich euch heute ein bisschen, was das ist und warum, und zeige euch ein kleines Video. Dann natürlich wieder mal eine kleine Studioaufnahme, ein cooler Song, den wir hier im Studio aufgenommen haben. Und zum Lernen gibt es natürlich auch etwas. Die Intervalle, der zweite Part, ich habe es euch versprochen, da gibt es ja noch ein bisschen was zu lernen und so. Und das gucken wir uns dann heute an. Aber jetzt erstmal kommen wir mal zu unserem ersten Thema, Genima Pro. Was ist das? Genima Pro ist eine Neuentwicklung. Das heißt, wir testen dieses System gerade. Ein System, was denn jedem Schüler dann irgendwann die Möglichkeit geben soll, während des Unterrichts mehrmals auf digitales Material zurückgreifen zu können. Heißt, du sitzt an deinem Schlagzeug oder Klavier oder wo auch sonst immer und dann hast du immer vor dir einen Bildschirm und dort kannst du jederzeit die Lektion, die du gerade lernst, eben nochmal angucken als Lernvideo oder als wie war diese Stelle nochmal gespielt, Play, aha, so ist es. Und natürlich das Notenmaterial oder sonstiges Material steht auch ständig und überall zur Verfügung. Das ist ein großer Schritt, deswegen jetzt erstmal die Testphase jetzt so bis zum Sommer. Und wir sammeln so ein bisschen Erfahrung, weil es war ja doch so ein bisschen neu. Wir müssten ja einen kompletten neuen Server einrichten und diese Digitalisierung, die waren ja schon da, die Sachen. Aber das zugriffsbereit zu machen führen überall und das ist gar nicht so einfach, da haben wir uns jetzt lange drum gekümmert und wir entwickeln natürlich das System noch weiter. Der Mehrwert ist bei Genima Pro einfach, Schüler kann jederzeit hier im Unterricht nochmal seine Lektion hören, auch wenn der Lehrer gerade nicht bei ihm ist. Und natürlich der größte wahrscheinlich Vorteil davon ist, ich kann diese Lektion, dieses Lernvideo oder das Material dazu auch jederzeit zu Hause abrufen über einen einfachen Link, den dann der Schüler bekommt. Kann man dann zu Hause sagen, wie war nochmal die dritte Zeile, die konnte ich mir jetzt nicht merken. Das sind dann oft so Sachen, wo dann Schüler mir mal so kurz mal eine Nachricht schreiben, Georg, kannst du mir mal die dritte Zeile nochmal erklären, ich habe vergessen, wie es klingt. Und in diesem Fall spart man sich das, weil dann hat man Zugriff auf das Material und kann jederzeit darauf zurückgreifen und natürlich dann noch ja verschiedene Apps, gerade beim Schlagzeugspielen, die ja sehr hilfreich sind, weil man dann endlich zur Musik spielen kann. Natürlich haben wir da im Laufe der Zeit viele, viele hunderte Backing-Tracks, wo man dazu spielen kann, aber zum Original dazu zu spielen, das ist schon was Besonderes. Und dann sieht man auch sofort, wo die Schwierigkeiten liegen und dann merkt man auch, aha, ich kann es zwar spielen, aber das Tempo ist noch zum Beispiel weit, weit weg vom Original, dann weiß man genau noch, was man noch arbeiten kann. Also, ich glaube, revolutionär dieses Genima Pro, weil es ist so ein bisschen die Verschmelzung von Vor-Ort-Unterricht und von Digitalunterricht, also von Remote-Unterricht oder von, nennen wir es einfach, Fernunterricht. Und das kann man beides kombinieren. Das ist ein enormer Mehrwert für unsere Schüler, aber auch ein enormer Mehrwert für unsere Lehrer. Weil dann kann man ja auf so viel Material zurückgreifen und sie findet auch vielleicht noch eine andere Erklärung zu diesem oder jenem Thema und am letzten Endes kommt es dann dem Schüler zugute. Ich zeige euch mal ein kleines Video, wie das funktioniert, das System. Momentan gibt es das nur für Schlagzeug hier bei uns. Ab September, also zum neuen Schuljahr, wird es dann auch bei den Tasteninstrumenten installiert werden und nach kommen dann alle weiteren Instrumente dazu. Viel Spaß bei Genima Pro! Sollte dann so sein. So, und jetzt schauen wir mal, wie das mit Genima Pro so funktioniert, was man damit alles so machen kann. Schlagzeug. Ich nehme euch mal mit.
Mein Plan, mich überflüssig zu machen, geht langsam in Erfüllung. Hier geht es sehr stark um Betonungen und Schnelligkeit. Wenn ich das langsam mache den ersten Tag, dann ist es Tom 3. Wenn ich es ein bisschen besser betone. Klingt aber immer noch nicht gut, das Resultat sollte dann so sein. So klingt es dann richtig. Die dritte Zeile ist genauso. In der vierten Zeile ist dieser Break, der gewinnt auch nur an Bedeutung, wenn man wirklich die Akzente reinmacht. Ich mache aber erstmal dritte Zeile. Und dann fünfte Zeile, gleiche Beat, aber mit den Füßen. Zusammen, erstmal langsam. Das ist Genema Pro, also wir werden mal gucken, wie sich das System entwickelt und was noch für Erweiterungen dazukommen und so im Laufe der Zeit. Ich denke mal, es wird so ein, zwei Jahre brauchen, bis es wirklich rund läuft und bis man das dann auf völlig andere Bereiche anwenden kann, die jetzt vielleicht für euch noch gar nicht denkbar sind, aber wir haben da schon drüber nachgedacht, was kann man dann noch alles damit machen. Ich verrate euch noch nichts, aber wir werden sehen, die Zukunft wird nämlich noch viel besser als wie alles so bis hier war. Ja, und dann noch ein anderes kleines Thema. Eine Studioaufnahme haben wir jetzt vermehrt gesehen in den letzten Folgen. Ich zeige euch nochmal, es ging um einen Song, Skyfall, aus dem bekannten Film natürlich. Ein toller Song und eine Interpretin, unsere Anastasia, die das vorgetragen hat und die das aufgenommen hat. Das zeige ich euch mal und dann schon so ein bisschen so als Vorankündigung, weil diese tolle Stimme werden wir dann auch beim Genema Sommerkonzert dann in ein paar Wochen hören. Guckt euch mal das Video vom Studio an.
Ja, klingt doch toll, habe ich nicht zu viel versprochen. Aber jetzt, genug unterhalten, genug um den heißen Brei geredet, sprechen wir von Lernen. Ich habe euch ja versprochen, in der letzten Folge, in der Folge 39, da haben wir uns ja mit den Intervallen beschäftigt, da habe ich euch gesagt, schon angedeutet, naja, das ist nun nicht so die ganze Wahrheit. Jetzt erfährt ihr die ganze Wahrheit über die Intervalle, nämlich die, die uns noch gefehlt haben. Kleine, große, übermäßige, verschobene, kleine, naja, also da gibt's noch eine Menge Zeug und dann noch so Verbindungen, Komplementärintervalle, worum geht's da, Klangeigenschaft, was mache ich eigentlich mit Intervallen? Sehr, sehr wichtig, ihr müsst es lernen. Also wer sich ernsthaft mit Musik beschäftigen will und auch gestalten will, wem es also nicht nur darum geht, jetzt einfach nur einen Song runterzuspielen, sondern auch Musik verstehen und Musik selber auch gestalten. Musik gestalten heißt ja, ich kann dann komponieren oder improvisieren oder eben einen Song so gestalten, wie er gerade passend ist, weil es geht ja nicht darum, das einfach nur runterzuspielen. Einfach nur runterzuspielen, das macht ja eine MP3-Datei. Die kann einfach nur runterspielen. Aber wir sind ja keine MP3-Datei. Wir sind ja weitaus mehr als nur so eine Datei, so eine Ansammlung von Daten. Wir haben ja ein Gehirn und wir können ja kreativ sein und Prozesse verändern und anpassen. Und dafür ist so Grundwissen, sowas wie Intervalle, sehr wichtig. Schaut euch den Clip an und wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ja, die Intervalle, der zweite Part, weil nämlich beim ersten Part in der letzten Folge habe ich euch noch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Da haben wir ja nur die Intervalle behandelt, die in der C-Dur, also sagen wir mal so mit weißen Tasten, die Grobbestimmung der Intervalle. Erinnert ihr euch noch? Wir hatten Prim, Sekur, Terz, Quart, Quint, Sechste, Tim, Oktave und so weiter. Heute gucken wir uns jetzt mal noch, was es da noch so alles gibt, an. Und zwar, da gibt es ja noch feinere Unterteilungen. Ihr erinnert euch nochmal die Prim, da haben wir gesagt, das lassen wir mal auf der Seite. Das war die C-Taste mit der gleichen C-Taste von einem zweiten Klavier, wenn eins da steht. Also interessiert uns das nicht. Aber das erste wichtige Intervall, wir hatten hier die Sekunde. Das war ja der Abstand von C zum D. Eben 1, 2 Halbtonschritte. Und jetzt lernen wir, es gibt ja noch den Abstand von C zum Des. Und das ist eben dann nur die Hälfte, also nur ein Halbton sozusagen.
Und wenn ihr euch erinnert, C bis D, das war die große Sekunde und dann ist das jetzt eben die kleine Sekunde. Es ist aber wichtig, dass man sagt C und Des und nicht C und Cis, weil es geht um D, es geht um den zweiten Ton der Tonleiter, der muss erniedrigt werden. Ganz wichtig, wenn ich nämlich C mit Cis schreibe, was ja klanglich das gleiche ist, dann ist es aber ein völlig anderes Intervall, nennt sich dann völlig anders, sprechen wir dann später darüber. Ja, und dann gibt es dann noch C bis E, wisst ihr noch? Das war die Terz, haben wir letztens festgestellt. Und jetzt ist die Wahrheit, das ist die große Terz. Abschnitt 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte. Und hier dann, wenn man die verkleinert, ist es C bis S, muss es genannt werden. Und dann hat es eben nur 1, 2, 3 Halbtonschritte. Dann war die Quart, das war die reine Quart. Und wenn ich die aber jetzt erhöhe, das heißt C bis Fis spiele, dann hat es eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Halbtonschritte. Und das ist eine übermäßige Quart, richtigerweise. Oder ein anderer Begriff dazu, Tritonus. Tritonus bedeutet drei ganze Töne, weil es eben sechs Halbtöne sind. Da kommt der Name her. Und dann gab es da die Quint. C bis G hat eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Halbtonschritte. Und das kann ich jetzt natürlich erhöhen. Ich könnte C bis Gis schreiben. Dann hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Halbtonschritte und dann ist das eine übermäßige Quint. Zur Namensgebung erkläre ich euch dann später noch was. Dann gab es die Sechste, das hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Halbtonschritte und wenn ich das jetzt verkleinere, dann ist es das hier nämlich, der gleiche Klang wie vorhin, aber jetzt eine kleine Sechst. Dann hat es nur 8 Halbtonschritte und das ist dann eben die große Sechst. Dann gab es die Sept. Das waren 11 Halbtonschritte und wenn ich die verkleinere, C bis B, hat es nur 10 Halbtonschritte. Das ist es halt eine kleine Sept und so ist es dann die große Sept eben. Und die Oktave natürlich, die reine Oktave. So, jetzt haben wir so Begriffe gehört, klein, groß, übermäßig, vermindert und Tritonus und was es da so gibt. Versuchen wir das ein bisschen einzuordnen. Es gibt kleine, große, verminderte, übermäßige und reine Intervalle. Es ist nämlich so, wenn ihr euch erinnert, die hatten ja eine Klangeigenschaft, also die Terz. Das war ein Wohlklang, die Sext war ein Wohlklang. Dann gab es die Sonanzen, das war die Sekunde und die Septime. Und von denen, die eine klare Klangeigenschaft haben, die also klar definiert sind in ihrem Klang, in schlecht oder gut, einfach gesagt, von denen gibt es kleine und große. Heißt, große Sekunde, kleine Sekunde. Große Terz, kleine Terz. Große Sext und kleine Sext. Große Sept und kleine Sept. Die sind dann in klein und groß gegliedert. Haben auch immer dieselbe Klangeigenschaft. Also große Sekunde klingt nicht gut, kleine eben auch nicht. Sogar noch schlimmer. Große Terz ist ein Wohlklang, dann ist die kleine Terz auch ein Wohlklang. Große Sext ist ein Wohlklang, kleine Sext auch ein Wohlklang. Große Sept, nicht gut, Dissonant, kleine Sept, auch nicht gut, Dissonant. Das ist ganz klar definiert. Von den anderen Intervallen, zum Beispiel die Quart, erinnert ihr euch, da haben wir gesagt, es ist eine reine Quart und das ist eine reine Quint oder eine reine Oktave. Von denen gibt es übermäßige und verminderte, nicht große und kleine, was ja eigentlich das Gleiche bedeutet. Aber man hat dann nur versucht, mit der Namensgebung das so ein bisschen schon mal so auf die Klangeigenschaft hinzuweisen. Also sagt man dann, wenn ich C bis F spiele, Quart, wenn ich C bis Fis spiele, dann ist es eine übermäßige Quart. Wenn ich aber den gleichen Ton anders benenne, wisst ihr noch, wie man das nennt, wenn ich gleiche Töne anders benenne? Enharmonische Verwechslung. Das hier ist ein Fis, das kann aber auch ein Ges sein, wenn ich es von G runter benenne. Wenn ich also C und Ges schreibe, dann ist es eine verminderte Quint. Also ist die Schreibweise ausschlaggebend für eben die Namensgebung. Nicht der Klang, der Klang ist gleich. C Fis, C Ges klingt immer gleich. Und das ist so dieses typische Intervall, was oft in den verminderten Akkorden vorkommt. Also sehr spannungsgeladen. Dann, wenn der Mörder kommt im Film, dann kommen solche Akkorde. Ja, und dann kann man vielleicht noch dazu sagen, den Begriff Komplementärintervalle, das sind die, die sich gegenseitig zu einer Oktave ergänzen. Die haben dann auch immer dieselbe Klangeigenschaft. Beispiel, die Sekunde, C bis D, ist eine große Sekunde. Wenn ich das jetzt umkehre, also dieses C nach oben verfrachte, dann ist es eine Septime geworden. Sekunde und Septime ergänzen sich gegenseitig zu einer Oktave, haben somit auch automatisch dieselbe Klangeigenschaft. Also Dissonant, Dissonant, Oktave, eine reine Oktave. Anderes Beispiel, die Terz, große Terz. Wenn ich sie umkehre, das C nach oben bringe, ist es eine Sext geworden.
große Terz, große Sechs. Zusammen ergibt es eine Oktave, haben selbe Klangeigenschaften. Wohlklang, Wohlklang, auch eine kleine Terz. Kleine Terz, also die Mollterz, wie man sie so nennt, hat drei Halbtonschritte, heißt ein Wohlklang. Wenn ich sie umkehre, ist es auch, ergänzen sie sich zu einer Oktave, dann ist es auch eine Sechst geworden und die hat auch die gleiche Klangeigenschaft. Ja, und dann noch die Frage, was passiert nach der Oktave? Da gibt es natürlich auch Intervalle. Wir haben gesagt, das ist die Oktave, die Acht, dann gibt es die None und da gibt es auch jeweils große, kleine, dann gibt es die Terz, also die Terz, die None, dann kommt die Dezime, also die Zehn, dann kommt die Undezime, Dudezime, Tredezime und so weiter. Das geht theoretisch immer weiter. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, weil die Töne so weit weg sind. Naja, und der praktische Nutzen dazu, sehr, sehr wichtig, hören, sich dran gewöhnen, Intervalle summen. Also man muss ja jetzt nicht wunderschön da singen, aber die Intervalle summen können, das ist sehr wichtig, weil so gewöhnt sich das Gehör an diesen Klang und ich kann ihn sofort erkennen. Beispiel, wie ihr das trainieren könnt, man nimmt einen Ton, C und sagt, okay, wie klingt jetzt hier die Terz dazu, die große Terz? Kann ich sie mir vorstellen, ohne sie zu hören? Also, ich summ's mal. Das müsste sie dann sagen. Wie klingt die kleine Terz? So müsste sie klingen. Wie klingt die Quint? Natürlich die schwierigen, wie klingt die übermäßige Quart? Wenn ich in der Lage bin, diese Intervalle zu summen, dann kann ich sie natürlich ganz gut auseinanderhalten, dann kann ich sie hören. Ja, und das ist ja genau das, was wir wollen beim Improvisieren, beim Komponieren, beim Musikgestalten. Intervalle verstehen, Handwerkszeug, sehr, sehr wichtig. Wie das Maßband für den Handwerker, der muss da umrechnen können, das gut können. So müssen wir in der Musik die Intervalle total gut beherrschen. Da gibt es unzählige Übungen dazu. Naja, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ich versorge euch mit Übungen. Ja, so viel zum Thema Intervalle. Lernen, hören vor allem. Nicht nur auswendig lernen, was ist ein Terz, was ist eine Quint. Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, ich muss es hören. Wie klingt eine Terz, wie klingt eine Quint? Ich muss sie singen können. Da kann ich euch nur ins Herz legen. Das bringt eine Menge, wenn ihr euch damit beschäftigt und wenn ihr das lernt. Ja, und das war's auch schon mit unserer Folge 40. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir tauchen jetzt ein in die Konzertvorbereitung. Da gibt es jetzt echt verdammt viel zu tun. Ihr wisst ja, so ein Konzert ist immer so eine Mammutaufgabe, aber der normale Betrieb muss ja noch weiterlaufen. Es spielen ja bei weitem nicht alle Schüler bei dem Konzert, sondern eben nur, naja, ein Viertel, so ungefähr. Und die anderen, die müssen hier ganz normal weitermachen und das ist manchmal schon schwierig, alles unter den Hut zu bringen. Aber ich halte euch auf den Laufenden, ich erzähle euch dann noch mehr von diesen Vorbereitungen und wir werden dann sehen, was so alles auf uns zukommt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.